Moin, und da sind wir schon wieder zurück. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Nee, das sieht nicht richtig aus. Fahrt ist irgendwie da hinten. Hier ist Ridlock. Den können wir sprechen? Nee. Hier hinten geht's weiter. Hier ist Kanach. Ah ja. Ja, da sehe ich auch schon viele. Oh ja, ich bin auch schon durch und durch gelaufen. Ist ja auch egal, ne? Ja. Sollte. Oh, da. Ja. Nein! Na verdammt, wie soll man denn in den kommen? Da ganz oben ist einer, ein altes Schösserchen. Aber vielleicht noch höher unter meinem Raptor rumhüpfen. Und erstmal hier. Hallo umhauen. Kladderadatsch umhauen, genau. Jupp. Au. Also ich finde immer, wenn wir in Gegner mit der 1 absteigen, das ist auch immer sehr hilfreich. Aber ja, machst du Breakbar weg, ne? Ja. Hui, oder aus halt, dann's da halt. Alle Essenzen abgeschlossen, habt ihr den Erfolg gemacht? Ja. Yep. Oh, hier, oha, hier spawnen ja aber richtig. Ja, hier sind viele Veteranen. Mein Kappe stehen wir umgehauen. So, dann brauchen wir nicht länger suchen und können runter zu Kenner. Hast du ihn angeschnackt? Braucht nicht. Geht dann automatisch. Vlast, mein Kind. Deine Geburt stellt den Anbeginn eines neuen Zeitalters dar. Eines neuen Entwurfs. Ich kann spüren, dass Kral Katurik sich im Schlafe rührt. Könnte es tatsächlich sein, dass er weiß, was ich plane? Was eure Bestimmung ist? Die Zeit zerrinnt. Was geschehen wird, wenn der Altrache erwacht, macht mir große Sorgen. Und es tut mir leid, dass ihr diese Bürde tragen müsst. Hey, seht einmal. Es hat sich ein Portal geöffnet. Das wurde anscheinend durch die Wiederherstellung der Kristalle ausgelöst. Ich glaube, wir haben herausgefunden, wie wir reinkommen. Hm. Aber da kriegen wir doch bestimmt erstmal die Sehenswürdigkeit, wenn wir da runtergehen, oder? Vielleicht. Genau, also ich würde so in der Nähe der Sehenswürdigkeit mal latschen. Ja, geht. Okay. Jo. Das ist ein kleines Portal. Ups. Ui. Annehmen. Annehmen. Kaschmir, ist alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Das hier ist eindeutig der Ort, an den man den Kommandeur Jory und mich gebracht hat, aber er hat sich verändert. Der Brand hat sich ja ausgebreitet. Ich wünschte, sie wäre jetzt hier. Ich fasse es nicht. Das ist der Speer, den Glint uns gegeben hat, um Kral Katurik zu töten. Gegossen aus ihrem eigenen Blut. Ich wusste gar nicht, dass er bei dem Kampf nicht zerstört wurde. Das muss die Waffe sein, die Vlast gemeint hat. Wir haben sie gefunden. Ja, und jetzt? Gibt's Power bestimmt. Was hätten wir da? Und da ist das. Was tun wir, Kommandeur? Töten wir ihn, oder? Er ist verdorben. Erledigt ihn. Breakbar brechen.
Ja. Die kleinen Facetten. Raus da, raus da, raus da, raus da, raus da. Raus. Ah, wie weit geht das denn, ey? Oh. Oh, ich liege. Warum liegst du denn da? Aber alles in Ordnung. Ihr könnt weiter kämpfen. Ich lebe schon hier. Weil wir nicht. Man kann die kleinen Facetten anhitten. Ja. Dann kann man sich so einen Buff holen. Oh, Alter, ey. Es geht aber hier Damage, ey. Auf der Mütze, ey. Wieder raus, 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 raus. Mit dem Buff kann man an ihn ran. Dann wieder einen neuen Buff holen. Wieder Kugel holen. Hui, auch. Immer die Buffs holen, ne? Mir ist ehrlich gesagt gar nicht, was du meinst, aber. Ja, ich sehe hier sind die kleinen Facetten. Hier sind die kleinen Facetten. Aspekt der Dunkelheit, Aspekt des Lichtes, bla bla bla. Und wenn man die wegmacht, dann kann man durchlaufen, dann kriegt man so eine Kugel um sich rum und dann wird so ein Special Action Key. Oder ja. Man kriegt so eine Hülle, so eine Schutzhülle. Auch mit den Dunkelheitsdingern muss man ihm, nimmt man ihm praktisch den Schutz weg. Dunkelheit. Gib her. Hier sind wieder neue Aspekte. Oh, ich sollte noch eine Ladung haben. Ups. So, Schutz weg. Ist er hartnäckig, dieser Way? Ja. Seine Angriffe gehen eigentlich. Man kann zwischen den Kristallen zumindest stehen. Ja. Raus. Oh, au, au, au. Der wird aber schwächer, der kann das angehen. Raus. Leider macht nicht mehr so viel Damage wie eben. Ja, jetzt umbürsten. Ah, jetzt hat er mich. Doch nicht. Oh, jetzt kriegen wir ihn aber doch. Nein. Hm.
Wir brauchen wieder so eine Facette. Ja. Ah, bleibt bei zwei Pinsen dabei. Ja, man muss ihn erst wieder was runternehmen. Komm, mach. Noch eine Licht dazu, genau. Au, 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 au. Das ist auch deine Mühe. Ein Prozent. Ah, wenn man aber getroffen wird, kommt man nicht an ihn ran. Ja. Verstehe. Man braucht also auch Facette des Lichts, wenn man ein Schutzschild hat und dann noch eine Facette der Dunkelheit. Jo, erledigt. Okay. Okay. Schaut, der Weg ist jetzt frei. Das ist wieder ein Portal. Also, aber vorher will ich noch kurz einmal defekter Golem. Der Golem ist zerbeult und kaputt. Ein Panzerarm fehlt. Sein Körper ist kristallisiert worden. Das dürfte das sein, was vom großen Snuff übrig ist. Okay. Ja. So, mit dem Speer können wir ja nichts mehr machen. Nee. Aber hier der intakte Erinnerungskristall. Ja, den schauen wir uns auch mal an. Sind nicht immer ein Geschenk. Und der ist aber groß, diesmal. Häufig sehe ich Dinge, die ich gerne ungesehen machen würde. Richtig unruhig werde ich jedoch, wenn die Vision getrübt ist. Die Helden haben sich versammelt. Und Karl Katorik nähert sich. Ich bin auf einen Kampf gegen den Altdrachen nicht vorbereitet. Und bedauerlicherweise kann ich nicht erkennen, was nach der anstehenden Schlacht geschehen wird. Liegt das vielleicht daran, dass ich sterben werde? Ich darf nicht sterben, ohne dass ich meine Aufgabe erfüllt habe. Ich muss Karl Katorik aufhalten. Die Vergessenen haben mir viel erzählt, aber nicht alles. Was haben sie den Sechsen gesagt? Was wissen die Götter, was ich nicht weiß? Viele Dinge sind noch nicht klar. Aber mir geht die Zeit aus. Ich muss den Glauben und die Hoffnung bewahren, dass meine Kinder mein Vermächtnis weiterführen werden. Die Erhabenen haben also Kontakt mit den Göttern gehabt. Glint erwähnte der Klinge des Schicksals gegenüber nie etwas von einem Vermächtnis. Nur, dass Karl Katorik aufgehalten werden müsse. Aufgehalten, ja. Aber getötet? Wollt ihr andeuten, dass sie über die Konsequenzen informiert war? Vielleicht hat uns Vlast aus diesem Grund hergeschickt. Wir sollen den Drachenblutspeer vernichten. Keine gute Idee, Boss. Glint hat uns gesagt, dass diese Waffe speziell angefertigt wurde, um Karl Katorik zu töten. Wenn wir den Speer vernichten, haben wir kein Mittel mehr, ihn aufzuhalten. Es sei denn, ihr habt irgendwo einen Haufen Drachentöterwaffen versteckt, von denen ich bisher noch nichts wusste. Drachen zu töten steht nicht mehr zur Debatte. Nicht ohne einen guten Plan, wie wir mit den Folgen umgehen könnten. Balthasar ist das Schicksal von Tyria egal. Wir können das Risiko nicht eingehen, dass der Speer ihm in die Hände fällt. Wir müssen ihn vernichten. Na gut. Allerdings möchte ich festhalten, dass ich das für eine schlechte Idee gehalten habe. Ist notiert, Soldat. Dann hauen wir mal drauf. Hey, hey. Geht doch schnell kaputt. War denn das Problem? Die Aufgabe wäre erledigt. Und jetzt stellen wir uns vor, wie Balthasar rot anläuft bei dem Gedanken, dass es ihm nicht gelungen ist, uns aufzuhalten. Ah ja, das ist sehr schön. Ich hoffe nur, dass wir uns richtig entschieden haben. Ohne die Führung der Götter fühle ich mich so verloren. Ach, Kasimir. Geht es Riddler gut? Er grübelt. Char machen das ganz gerne. Ich bin mir sicher, das gibt sich.
Könntet ihr vielleicht einmal nach ihm schauen? Ich dachte, der schnurrt. Aber gut. Da ist er. Das war Snuffs Golem, nicht wahr? Was davon noch übrig ist, ja. Ich habe meine Gildenfreunde im Stich gelassen, Kommandeur. Und ich habe Glint enttäuscht. Während meiner Zeit in den Nebeln bin ich nicht nur Balthasar begegnet. Ich habe auch Glint getroffen. Sie hat mich den Weg des Wiedergängers gelehrt. Ich dachte, sie wolle, dass ich zu Ende bringe, was die Klinge des Schicksals begonnen hat. Aber hier stehen wir jetzt und versuchen, Kralkatorik zu retten. Nun sind Glint, Snuff und er tot. Aber dieser verfluchte Drache lebt immer noch. Ich brauche einen Erfolg, Boss. Ich muss das in Ordnung bringen. Erledigen wir Balthasar. Kommt noch, kommt noch. Der Speer wurde also vernichtet. Können wir jetzt diesen verachtungswürdigen Gott töten? Wir haben Balthasar zwar bei der Ausführung seiner Pläne Sand ins Getriebe gestreut, sind aber dem Ziel, ihn zu erledigen, noch keinen Schritt näher. Und wir möchten vermeiden, dass eine Begegnung noch einmal so verläuft wie beim letzten Mal. Kommandeur, wir sind führungslos. Wir brauchen jemanden, der uns den Weg zeigt. Ich denke, wir sollten zu den Göttern gehen und sie persönlich befragen. Sie persönlich befragen? Ihr meint, wir sollten uns in die Nebel begeben? Ich bin nicht sicher, ob mir diese Idee gefällt. Und falls Ridlock Balthasar wirklich in den Nebeln getroffen hat, dann ist vielleicht mehr an seiner Geschichte dran, als uns klar war. Vielleicht stehen die Götter uns ja tatsächlich zur Seite. Ich habe alles getan, was ihr mir aufgetragen habt, Kommandeur. Aber ich habe einige Fragen, auf die ich Antworten brauche. Das geht mir nicht anders. Das letzte Treffen mit Balthasar hat uns klargemacht, dass wir unterlegen sind. Dies könnte unsere einzige Möglichkeit sein. In Ordnung, Cass. Wir machen es so, wie ihr es wollt. Doch wie kommen wir an die Götter heran? Beim Grab der altehrwürdigen Könige gibt es ein Portal in die Nebel. Ich denke, dort sollten wir anfangen. Dann werden wir jetzt dorthin gehen. Cass hat recht. Es wird Zeit, dass wir endlich ein paar Antworten bekommen. Okay. Nehmt ihr? Ja. Oh, gab's auch nochmal richtig schön. XP und einen Beherrschungspunkt. Das macht den Beherrschungspunkt. Den Beherrschungspfad nochmal voll. Heftiger Einschlag und danach kommt hoher Sprung. Sehr schön. So, aber die haben noch was zu erzählen. Das nehmen wir mit. Portal in die Nebel. Ich habe diesen Ort so häufig gesehen, das reicht für ein ganzes Leben. Aber, also wie ich bereits gesagt hatte, Kommandeur, ich werde das in Ordnung bringen. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass ihr ohne mich geht. Und das dachte ich mir. Kenner. Portale in andere Welten, geisterhafte Drachen, tobende Götter. Unser Leben ist wirklich zauberhaft, nicht wahr? Ja, du hättest lieber eine Kanne Wasser, ne? So viele Gebete blieben ohne Antwort. Meint ihr, sie werden auf uns hören? Oh, das war ja kurzer Satz. Ja, zu Kasimir habe ich einfach nichts mehr zu sagen. So, damit ist diese Instanz fertig, wie es aussieht. Und wir sehen uns außerhalb der Instanz dann wieder. Bis denn, ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.